Ich sehe noch keine Feinde auf der Map oder auf dem Radar. Okay, wir müssen auch bald mal da sein. Ich finde es aber gut, dass es so wenig Rollenspiel in diesem Rollenspiel gibt. Gerade und mehr Schießen in dem Shooter. Commander, die Normandie ist an der Basis gelandet. Aber es sieht aus, als sitzen wir hier fest. Der salarianische Captain kann alles erklären, wenn sie hier sind. Okay. Weil ich habe lieber, dass Mass Effect ein bisschen mehr Shooter ist als Rollenspiel. Gefällt mir ein bisschen mehr. Und das sollen ja die späteren Mass Effects ja sein. Da ist das salarianische Camp. Ich möchte euch nicht umfahren. Und was sollen wir jetzt machen? Wir bleiben hier, bis wir einen Plan haben. Was ist hier los? Haben Sie hier das Sagen? Wie ist die Lage hier? Ich bin Captain Kirahe, 3. Infiltrationsregiment STG. Sie und Ihre Crew sind gerade inmitten einer Gefahrenzone gelandet. Jedes Flugabwehrgeschütz innerhalb eines 10-Meilen-Radius wurde von Ihrer Anwesenheit in Kenntnis gesetzt. Machen Sie Witze? Einfach großartig. Und jetzt? Wir bleiben hier, bis der Rat die angeforderte Verstärkung schickt. Wir sind die Verstärkung. Was? Mehr haben die nicht geschickt? Ich sagte dem Rat, sie sollen eine Flotte schicken. Ich bin ihre Flotte. Sorry, sie kommen nicht. Ihre Nachricht war unverständlich. Wir konnten ihren Funkspruch nicht verstehen. Man schickte mich, um dem nachzugehen. Das war doch genau unsere Aufgabe. Ich habe mein halbes Team bei der Untersuchung hier verloren. Und was haben Sie gefunden? Sarens Operationsbasis. Er hat hier eine Forschungseinrichtung errichtet, aber die ist extrem gut gesichert und es wimmelt davon Geld. Was für eine Art Forschung? Wieso ist eigentlich Caden hier? Wo ist Rex? Was erforscht Saren? Er nutzt diese Einrichtung, um eine ganze Armee Kroganer heranzuzüchten. Wie ist das möglich? Es sieht aus, als hätte Saren ein Heilmittel für den Genophage gefunden. Genophage? Was ist so wichtig daran, diesen Genophage zu heilen? Er war die Lösung des Kroganer-Problems. Nach den Aufständen brachten wir den Genophage mit der Kroganer-Population in Berührung, um ihre Anzahl zu kontrollieren. Ohne ihn würden die Kroganer in Windeseile die gesamte Galaxis überschwemmen und diese Kroganer folgen Saren. Wir müssen das stoppen. Die Gates sind schlimm genug, aber eine kroganische Armee. Damit wäre er so gut wie unbesiegbar. Ganz genau meine Gedanken. Wir müssen sicherstellen, dass diese Einrichtung und ihre Geheimnisse vernichtet werden. Vernichtet? Wohl nicht. Unser Volk stirbt. Dieses Heilmittel könnte ihre Rettung sein. Wenn das Heilmittel diesen Planeten verlässt, werden die Kroganer unbezwingbar sein. Wir dürfen nicht den gleichen Fehler zweimal machen. Oh oh. Wir sind kein Fehler. Könnte er sich zu einem Problem entwickeln? Es gibt schon genug wütende Kroganer, um die wir uns kümmern müssen. Nee, er wird auf mich hören. Er wird drüber hinwegkommen. Ich rede mit ihm. Das weiß ich zu schätzen, Commander. Meine Männer und ich müssen unseren Angriffsplan überdenken. Können Sie uns etwas Zeit lassen? Verstehe. Nur zu, Captain. Ich komme bald wieder. Es wird nicht lange dauern, Commander. Sollten Sie in der Zwischenzeit Nachschub oder Vorräte brauchen, können Sie sich an Commander Rentola wenden. Er ist in einem der Zelte in der Nähe. Sieht aus, als würde es etwas kompliziert werden. Ja. Ich würde mir nicht solche Gedanken machen, wenn es nicht um Rex ginge. Er sieht aus, als würde er jeden Moment durchdrehen. Rex? Glauben Sie, ich sollte mit ihm reden? Täte keinem weh. Naja, vielleicht doch. Seien Sie einfach vorsichtig. Machen Sie sich bereit. Ich werde vorsichtig sein. Aber halten Sie sich bereit. Nur für den Notfall. Ich bin immer bereit. Rex ist am guten. Wo ist Rex? Ah, da hinten. Captain Kira. Ich informiere nur eben meine Männer und würde vorschlagen, sie machen das Gleiche. Wenn wir versagen, wird nie jemand davon erfahren. Wenn wir Erfolg haben, auch nicht. Diese Mission wird Erfolg haben. Dafür wird der Captain schon sorgen. Okay, wer bist du? Ich bin schon viel zu lange auf dieser Mission. Meine Brut wird mich nicht mal mehr erkennen. Meine Brut. Ja, Rex, ich komme sofort. Ich wollte nur einkaufen gehen. Soldat Liara. Wieso ist Liara hier? Was machst du denn hier? Ich mache mir Sorgen, dass Rex Loyalität ihm gegenüber bröckeln könnte. Wir sollten lieber Erfolg haben, Mensch.
Wir spüren noch immer den Preis der kroganischen Rebellion. Okay, das kann ich nicht öffnen. In einem der Zelte soll... Also kann ich einkaufen, aber wo sind die Zelte? Ja, warte. Ich will einkaufen. Garus ist auch hier, also wir sind alle hier. Ich mache mir Sorgen wegen Rex. Können wir ihm noch vertrauen? Ja klar. Ich will Rex nicht töten oder sowas. Die anstehende Schlacht jagt mir Angst ein. Ich weiß aber auch, dass Saren aufgehalten werden muss. Seien Sie gegrüßt, Mensch. Ich bin Commander Rentola. Ich kann Sie mit Vorräten für die anstehende Mission ausstatten. Für alles andere sollten Sie mit Captain Kerahe sprechen. Was können Sie anbieten? Lassen Sie mal sehen, was wir haben. Aber freuen Sie sich nicht. Meine Fresse, Medigel-Upgrade gerne. Lizenz-Safe, ja, gerne. Siegerartiger Gegenstand, Lizenz am Aramali-Rad. Nehmen. Pistolenschwunggewehr, Banshee. Ich glaube, ich nehme so eine Banshee. Ich weiß nicht, wie stark die ist. Vergleichen. Meine Tsunami ist besser. Die ist besser. Hurricane. Mein Katana ist auch besser. Ich gehe mal lieber zu Rex, bevor der hier noch Leute tötet. Fischst du oder was machst du da? Das ist nicht richtig, Shepard. Wenn es ein Heilmittel für den Genophage gibt, dürfen wir es nicht zerstören. Verstehe. Beruhigen Sie sich, Rex. Ich bin hier nicht der Böse. Saren ist derjenige, auf den Sie sauer sein sollten. Wirklich? Saren hat ein Heilmittel für mein Volk gefunden und Sie wollen es zerstören. Helfen Sie mir, Shepard. Die Grenzen zwischen Freund und Feind verschwimmen gerade ein wenig. So einfach ist das nicht. Das ist kein Heilmittel. Es ist eine Waffe. Und wenn man Saren erlaubt, sie zu nutzen, werden sie nicht mehr da sein, Nutzen daraus zu ziehen. Niemand von uns wird das. Dieses Risiko sollten wir alle bereitwillig eingehen. Wir reden hier über das Schicksal meines gesamten Volkes. Wenn Sie mir keinen besseren Grund liefern können, die Hoffnung meines Volkes zu zerstören, dann bin ich fertig mit Ihnen. Was wollen Sie von mir? Ich werde nicht zulassen, dass Sie die Mission gefährden. Nicht Rex. Nach all der Zeit bekomme ich nicht mehr von Ihnen? Wieso sehen Sie denn nicht, was das für alle Kroganer bedeutet? Diese Basis darf nicht zerstört werden. Ich werde das nicht zulassen. Ashley soll Rex töten. Seien Sie nicht so naiv, das ist nicht Ihr Volk. Erschießen Sie Rex, wir können darüber reden. Beruhigen Sie sich, wir können darüber reden. Bitte Rex, wir können darüber reden. Kein Gerede mehr, Shepard. Ich muss das auf meine Weise machen. Wer war das? Rex! Das sehe ich anders, mein Freund. Du Schlampe! Was zum Teufel? Warum zum Teufel haben Sie das getan? Unser Gespräch war noch nicht beendet. Tut mir leid, Sir. Ich konnte das Risiko nicht eingehen, dass er Sie verletzen könnte. Oder Schlimmeres. Ich habe hier das Sagen. Das ist nicht Ihre Entscheidung. Tun Sie das nie wieder. Verstanden? Verstanden. Was zum... Haben Sie ihn getötet, Chief? Besser sein Leben als das des Commanders. Ja, vermutlich. Rex. Ich hab dich gemocht. Ach, so eine Scheiße. Oh Mann, ey. Dabei habe ich gehofft, ihn in den späteren Mass Effects weiter zu haben. Oh Mann. Du dumme Sau. Es wird kein leichter Kampf. Aber wir sind bereit, wenn Sie es sind. Dumme Sau, ey. Bereit, wenn Sie es sind, Commander. Wo muss ich denn hin? Wahrscheinlich zu... ich gehe mal zu... Ich habe ihren Namen vergessen. Liara. Diese Einrichtung ist extrem gut gesichert. Sie muss Saren sehr wichtig sein. Ich gehe mal zu Garrus. Und... Ja, ich kenne die ganzen Namen noch nicht auswendig.
Bei all diesen Abwehrmaßnahmen muss Saren etwas Gewaltiges verstecken. Tali, so hieß sie. Ich warte nur auf Ihren Befehl, Commander Shepard. Okay, dann gehe ich mal zu... Boah, Scheiße. Gehe ich mal zum Captain. Tut mir leid, dass man mit dem Kroganer nicht vernünftig reden konnte. Soll ich mich einsetzen, dass seine Bestattung vom Rat übernommen wird? Oder sollen wir seine Leiche einfach in den Sumpf werfen? Er war mein Freund. Ohne ihn wären wir nie so weit gekommen. Wir schulden ihm ein anständiges Begräbnis. Sie haben einen seltsamen Ehrenkodex, Commander Shepard. Aber ich werde alles Nötige veranlassen für den Fall, dass wir den Angriff auf Sarens Basis überleben. Sie haben einen Plan? Das heißt dann wohl, dass Sie einen Plan haben. Sowas in der Art. Wir können aus dem Antrieb unseres Schiffes eine 20-Kilotonnen-Bombe bauen. Primitiv, aber effizient. Nette Idee. Wenn man das Bömmchen aus dem Orbit abwirft, kann Saren sich von seinem turianischen Arsch verabschieden. Leider ist die Anlage zu gut geschützt dafür. Wir müssen die Bombe an einer zielsicheren Stelle deponieren. Wohin? Wo muss die Bombe hin? Und wie kommen wir dorthin? Die Bombe muss zur anderen Seite der Einrichtung gebracht werden. Ihr Schiff kann sie absetzen, aber zuerst müssen wir in die Basis eindringen und dort die Flugabwehrgeschütze und Bodeneinheiten ausschalten. Sollen wir zu Fuß da rein? Wir haben nicht genug Männer. Klingt riskant. Wir werden sie nicht direkt angreifen können. Ganz sicher nicht. Aber ich glaube, es ist auch anders zu schaffen. Ich werde meine Männer in drei Teams aufteilen und von vorn angreifen. Während wir sie ablenken, können sie sich dann mit ihrem Shadow-Team hinten reinschleichen. Sie werden alle sterben. Gute Idee, aber ihre Männer werden dabei niedergemetzelt. Wir sind zäher, als wir aussehen, Commander. Aber es stimmt. Ich rechne nicht damit, dass viele von uns das überleben werden. Und gerade das macht das, worum ich Sie bitten möchte, nur noch schwieriger. Einer Ihrer Männer muss mich begleiten. So können wir die Teams besser koordinieren. Sie verlangen einiges. Sie erwarten also, dass ich einen meiner Leute Ihrem Kommando unterstelle. Letztendlich sind wir doch alle Soldaten, nicht wahr? Wenn Ihre Leute nicht bereit sind, sich einem solchen Risiko zu stellen, wollen Sie sie dann wirklich an Ihrer Seite haben? Er hat recht, Commander. Wir können es nur schaffen, wenn beide Teams auf gleicher Höhe sind. Ich melde mich freiwillig. Nicht so schnell, Lieutenant. Commander Shepard wird Sie brauchen, um den Nuklearsprengkopf scharf zu schalten. Ich gehe mit den Salarianern. Mit allem nötigen Respekt, Gunnery Chief. Aber es ist nicht an uns, das zu entscheiden. Woran liegt es, dass jedes Mal, wenn jemand mit allem nötigen Respekt sagt, in Wahrheit leck mich am Arsch meint? Wen brauchen Sie, Captain? Nehmen Sie Caden, Klappe halten, Marines. Nehmen Sie Ashley mit. Weg mit der. Die will ich nicht mehr haben. Williams. Sie begleiten den Captain. Keine Heldentaten, verstanden? Zu Befehl, Commander. Ich werde veranlassen, dass die Bombe an Bord der Normandy gebracht wird und Ihre Crew mit der Detonationssequenz vertraut machen. Haben Sie noch Fragen, bevor wir gehen, Commander? Untersuchung. Fluchtplan der Salarianer, die anderen Teams. War noch der Ablauf, der Fluchtplan der Salarianer. Die Normandy wird mich abholen. Wie werden Ihre Teams der Explosion entkommen? Wir werden die Gate so lange wie möglich beschäftigen. Sobald die Bombe an Ort und Stelle ist, werden wir versuchen, zurückzufallen und dem Detonationsradius zu entkommen. Wenn wir uns beeilen, sollten wir mit annehmbaren Verlusten entkommen können. Wenn nicht, wird man uns als Märtyrer für eine größere Sache in Erinnerung behalten. Klingt gefährlich. Bei Ihnen hört sich das wie ein Selbstmordkommando an. Ich werde Sie nicht anlügen, Commander. Es besteht die Möglichkeit, dass keiner von uns den Angriff überlebt. Das gilt auch für Ihr Team. Aber wir werden tun, was nötig ist. Die anderen Teams. Shadow leuchtet mir ein. Welche Codenamen bekommen die anderen Teams? Eigor, Manowai und Jaito. Das waren die anfänglichen Siedlungen auf unseren ersten drei Kolonialwelten. Sie sind bis heute das Herzstück des salarianischen Territoriums. Die Namen werden meine Männer daran erinnern, wofür sie kämpfen. Wenn wir eine Chance auf Erfolg haben wollen, muss etwas Persönliches einfließen und auf dem Spiel stehen. Die Bombe. Ich möchte mehr über die Bombe wissen. Wie zuverlässig ist sie? Ihre Zuverlässigkeit hängt von der Person ab, die sie scharf schaltet, aber sie wird ihren Zweck erfüllen. Der Antrieb ist höchst unempfindlich gegenüber Schäden durch externe Quellen. Sobald sie scharf geschaltet ist, gibt es kaum etwas, das sie aufhalten kann. Die Hauptsache ist, sie zu platzieren und scharf zu schalten, bevor die Gate uns aufhalten können. Okay. Gehen wir. Bereit, wenn Sie es sind, Captain. Ausgezeichnet. Dann entschuldigen Sie mich bitte, ich muss meine Leute vorbereiten. So soll's sein. Machen Sie keine Dummheiten, solange ich weg bin, LT. Und Sie auch nicht, Commander. Wir werden es schon schaffen. Sie werden es erleben. Ja, ich...
Viel Glück. Was gibt's? Wollen Sie was sagen, Chief? Ich weiß nicht, es ist nur so seltsam, die Befehle von jemand anders zu befolgen. Ich hatte mich an Sie gewöhnt. An Sie alle. Keine Sorge, wir sehen uns auf der anderen Seite wieder. Ich weiß. Es war mir eine Ehre, mit Ihnen zu dienen, Commander. Wir sind ein Team. Ganz egal, ob wir in der gleichen Einheit sind oder nicht, wir bleiben ein Team. Passen Sie aufeinander auf, halten Sie die Augen offen und kämpfen Sie so, wie ich es von Ihnen gewohnt bin. Dann kommen wir hier alle lebendig wieder raus. Darauf können Sie wetten, Commander. Okay. Sie alle kennen die Mission und wissen, was auf dem Spiel steht. Mittlerweile würde ich jedem von Ihnen mein Leben anvertrauen. Aber ich habe auch gerüchteweise von Unzufriedenheit gehört. Ich teile Ihre Besorgnis. Wir wurden für die Spionage ausgebildet. Würde die Angelegenheit nicht unter Verschluss stehen, wären wir sogar Helden. Ruhm und Ehre im Kampf werden uns nicht vergönnt sein. Denken Sie an unsere Helden. Den Leisetreter, der eine ganze Nation mit einem einzigen Schuss gerettet hat. Oder den Allwachsamen, der ganze Armeen mit geheimen Fakten ins Unglück gestürzt hat. Diese Legenden können uns hier zwar keinen Trost spenden, aber sie sind mit uns auch nicht vergleichbar. Vor dem Netzwerk gab es die Flotte. Vor der Diplomatie waren sie Soldaten. Unser Einfluss hat die Rachni gestoppt, aber davor waren wir es, die Stellung hielten. Unser Einfluss hat die Krogana gestoppt, aber davor waren wir es, die Stellung hielten. Unser Einfluss wird Saren stoppen. In der heutigen Schlacht werden wir die Stellung halten. Viel Glück, Commander. Ich hoffe, wir werden uns wiedersehen. Ich habe Gänsehaut bekommen. Ich kenne den zwar nicht, den Dude, so wirklich. Oh, Rex. Ja, jetzt habe ich irgendwie so ein B-Team, ne? Ich nehme Garrus. Und Caden. Ja, so eine Scheiße. Ja, Squad annehmen. Ich würde noch Ihre Ausrüstung gerne auswechseln. Können Sie mich hören, Commander? Ja. Klar und deutlich. Gut, wir beginnen unsere Offensive. Wir versuchen es bis zu den Flakgeschützen zu schaffen, aber möglicherweise müssen Sie den Rest erledigen. Und Commander, wenn Sie eine Möglichkeit sehen, deren Verteidigung zu umgehen, wären wir für jede Hilfe dankbar. Kann es sein, dass die Stimme gerade anders ist von dem Dude? Habe ich irgendwie... Nein. Medizin freigeschaltet oder ein Talent überspringen, bitte. Habe ich irgendwelche Punkte? Nein. Okay. Alles nehmen. Dann erstmal Caden. Du kriegst die Raptor. Da machen wir... Oh, ich habe alles verballert, ne? Na, dann kriegst du einen Schredder drauf. Kriegst du die Skimitar. Die Edge. Die Hammer. Die Hammer 4. Da habe ich nichts. Bioverstärker, Solaris. Ist ja eigentlich Wurst, ne? Beziehungsweise den haben wir schon. Okay, Krogana, ja. Tolle Wurst. Okay, ich muss hier mit einer B-Ausrüstung kämpfen, weil meine beiden Mitglieder, die ich immer dabei hatte, einer ist tot und einen habe ich weggeschickt, weil ich sauer war. Okay. Da kriegst du die Avenger. Du kriegst davon nix. Und auch nix. Dann kriegst du die Avenger 5. Und das war's dann, was ich erstmal teilen kann. Okay. Tolle Wurst. Shadow ist am Boden. Wiederhole. Shadow ist am Boden. Chief Williams mit dem Eagor-Team. Manowar, J2-Team, los! Manowar steht unter Dauer. Was war das denn? Achten Sie auf Geschütztürme, die den Gate helfen können. Ach, wahrscheinlich war das Caden. Ja, ich komme zu euch. Meine Güte. Stufenaufstieg. Machen wir mal kurz weg. Ja. Achso. Du hast nicht mit mir geredet, ne? Geht Kommunikation gestört. Okay.
Und das ist die Schriftierung, gut. Ich versuche das manuell zu unterbrücken. Überbrücken meine ich. Alles nehmen. Und direkt nochmal ausrüsten, alles nehmen. Du brauchst davon nichts. Weil du hast wahrscheinlich das Beste, was du haben kannst. Nimmst du die Katana 5, mein Freund. Dann nimmst du die Stiletto 6 und hiervon kriegst du nichts. Haben wir irgendwie was anderes? Ja, dann kriegst du die Skimitar. Hier die Stinger. Da ist auch alles scheiße. Okay. Aber haben wir noch irgendwie was Geiles? Kinetischer Puffer, was ist das? Medizininterface. Relativer Überzug. Ja, Exoskelett. Ja, nimmst du das hier. Da haben wir bei dir auch gar nichts. Dann kriegst du einen kinetischen Puffer. Und das war's erstmal, außer wir haben hier wieder neue Sachen, ne, haben wir aber nicht. Müssen uns alles erkämpfen. Okay, wo muss ich denn? Okay, dann haben wir das hier erstmal. Ich behalte die Waffe erstmal draußen. Irgendwas stört Ihre Zielanvisierung. Wir haben einen Treffer. Chief Williams, helfen Sie Manowar. Ich war zwar ein bisschen... Was? Auf wen schießt ihr? Also hier sind wahrscheinlich Gegner in der Ecke, ne? Ich bin zwar ein bisschen sauer auf Ashley, aber ich will nicht, dass sie stirbt, um ehrlich zu sein. Wir brauchen nicht noch ein Crewmitglied zu verlieren. Heißt ja schon, reicht ja schon, dass Rex tot ist. Denke, wir sind bereit, Shepard. Okay. Sie fordern SAT-Angriffe an. Jaito, achten Sie auf Funkstation. Williams, können Sie was sehen? Okay, nicht das, was von hinten kommt. Nee, hör mal auf. Da wird Satellitenverbindung unterbrochen. Ja, das ist ja schön gut, aber ich sterbe hier so ein bisschen. Okay. Erste Hilfestation, 2 Medigels. Flugzeug unterwegs zum Zielgebiet, zwecks Aufladung. Verschanzen, bevor sie zurückkommen. Meine Güte, ist das hier kompliziert. Wir könnten so viele Wege gehen. Vielleicht sollten wir nicht den offensichtlichsten nehmen. Hallo? Ah, ich nehme doch den offensichtlichsten, weil da kommen wir am besten hin. So. Ach, hier wäre ich auch hochgekommen. Okay, dann öffnen wir das mal. Rationsgewehr. Kurgana, meine Güte. Vielleicht hätte ich ihn auch geschafft, dass er uns weiter, weiterhilft. Ich glaube, für den Turianer war was, ne? Das ist gut. Sieht zwar auch nicht gerade schön aus, aber ist mir egal.
Und der guckt uns an wie ein Auto. Und wir schießen ihn ab. Da holen wir uns mal gerade den Loot. Das ist halt, ich glaube, die haben wirklich so viel Loot hier hingestellt, weil man, wie ich hier, mit Charakteren wahrscheinlich kämpft, die man nicht, also es kann passieren, dass man mit Charakteren hier rumläuft, die man sonst nicht so benutzt. Was ich ja gerade mache. Wir gehen mal hier hin. Ich weiß gar nicht richtig, wo ich hin soll. Texturen. Ah! Ihr Kackviecher! Warte, ich kann das kaputt schießen. Aber die können mich auch kaputt schießen. Das ist ja nicht. Ganze Scheiße in die Luft jagen. Gehtflieger vernichtet. Okay. Muss ich hier noch was machen? Weil laut Map, also laut Radar, wäre da noch was, aber ich glaube, wir haben das gemacht, was wir machen sollten. Sonne, Surfen, Sand und Bier. Ich wette, das steht nicht in der Busch. Lustig. Okay, wo sind noch mehr Geht? Bedrohung aus der Luft hat sich noch nicht materialisiert. Vielleicht bekommen wir Hilfe von Shadow. Was bist du da für einer? Ach, das wollte ich gar nicht. Ich wollte nachladen. Aber man kann in den Spiel gar nicht nachladen, weil es gar nicht so richtig Munition gibt. Looten. Stellung halten, Leute. Stellung halten. Danke. Okay. Wollen wir hier rein? Okay, was ist denn hier los? Türsteuerung. Wir haben Zugang zur Basissicherheit. Sollten den Alarm von hier aus ausschalten können. Vielleicht könnten wir sogar Alarm an der entlegenen Seite der Basis auslösen. So könnten wir uns die Wachen vom Hals schaffen. Allerdings könnte das dann auch zu viel werden für Williams und die Salarianer. Ja, die haben schon genug Ärger. Aktivieren Sie einfach den Alarm. Wir kümmern uns um die Wachen drinnen. Warte, sind das Salarianer? Meine Güte, ey. Dahin geht. Salarianer. Der Captain sagte was davon, ein paar Männer verloren zu haben. Okay, dann wollen wir mal Loot suchen, ne? Okay. Oder Loot ausrüsten, ne? Oder eine Rüstung was bekommen. Nee, das ist scheiße. Hast du irgendwie was Besseres? Ja, du kannst. Warte, nein. Die Tsunami. Warte, ich habe gerade, glaube ich, scheiße ausgerüstet, ne? Ja, nimm die Tsunami. Und du hast deine ganzen Sachen aus. Wieso Kampfscanner?
Wieso habe ich nur so Scheiße? Nimm das Wolfram. Wieso Kampfscanner? Habe ich nicht was Geileres? Na egal. Nein. Hier irgendwie was? Ja, dann nehme ich mal die Naginata. Okay. Du kannst die... Oder weißt du, er kann die Tsunami nehmen. Geben wir ihm hier mal kurz die besseren Sachen. Warte. Die Raikou 5. Okay, dann kriegst du die Naginata. Und dann noch du kriegst auch noch Waffen, falls wir da was Besonderes haben. Geht aber nicht danach. Oh, doch, die Reaper kriegst du. Dann du erstmal. Da war nicht wirklich was. Dann nimmst du die Polonium-Munition oder was das da war. Brandmunition. Dann gehen wir erstmal weiter.